Hallöchen, ihr Lieben. Heute gibt es mal kein Video, keinen Vlog, wie sonst. Heute gibt es mal ein anderes Thema. Und zwar ist es mir ein bisschen unangenehm, das Thema. Und ich sage es aber trotzdem. Wie ihr schon an dem Titel seht, lautet das Thema heute Bisexualität. Ich habe ja vor ein paar Wochen ein Video hochgeladen, wo ich erzählt habe, dass ich nicht genau weiß, auf welches Geschlecht ich stehe. Ob ich jetzt homosexuell, bisexuell oder heterosexuell bin. Das Video habe ich vor einem halben Jahr gedreht, es aber erst vor ein paar Wochen hochgeladen, weil es mir einfach ein bisschen unangenehm war, dieses Video mit der sexuellen Belästigung. Ich wollte es aber jetzt wirklich öffentlich machen, dass ich mich sozusagen vor euch oder vor dir oute. Ich stehe auf beides. Also ich bin bisexuell. Es ist so gewesen, dass ich jetzt noch keine Frau geküsst habe oder auch keinen Mann großartig. Ich bin ja noch sehr, sehr offen und sehr unerfahren in diesem Thema. Aber ich einfach weiß, ich habe damals so Tests gemacht. Ja gut, das macht vielleicht viele Leute im Internet. Einfach mal so, wie heißt das hier, irgendwie gute Fragen, irgendwas. Da hat man einen Test gemacht, bist du lesbisch, bist du bi oder was auch immer. Und da habe ich auch den Test gemacht. Manchmal kam raus, du bist lesbisch oder du bist hetero oder bi, aber nie richtig, das bist du jetzt. Aber das wäre auch Quatsch. Ne? Ich habe das mal nur so aus, ja einfach, ich wollte es mal ausprobieren, gucken, ob das stimmt. Habe aber gemerkt, dass es so ist, dass ich ein Typ Frau genauso hübsch finden kann als ein Typ Mann. Aber habe ich gemerkt, dass ich auf beide Geschlechter stehe. Und seit wann weiß ich das eigentlich? Seit ein paar Wochen eigentlich erst. Aber ich hatte noch nie so, aus meiner Familie ist es so, eher so, oh Gott, das wäre die Schwule, guck dir mal an da, oh Gottes Willen. Oder er ist lesbisch. Er ist lesbisch. Sie ist lesbisch, Entschuldigung. Dass es eine Krankheit ist. Also meiner Verwandtschaft und so ist es ein absolutes No-Go. Also ich werde mich auch, ich weiß nicht, ob ich mich jemals sozusagen outen würde bei meiner Familie. Ich weiß es wirklich nicht, weil meine Familie ist da halt, wie gesagt, sehr, ja, so altmodisch, muss man dann so sagen. Ich weiß nicht genau das richtige Wort nicht. Und deswegen werde ich mich wahrscheinlich nie bei meinen Eltern richtig outen, wenn ich jetzt halt keine Frau finde. Wenn ich jetzt halt eine Frau finde und die die gefällt mir oder die sind zusammen, besser gesagt, dann müsste ich mich ja outen. Aber bisher ist es ja noch nicht so, dass ich die richtige gefunden habe. Vielleicht kommt sie ja irgendwann mal. Das weiß ich halt noch nicht. Aber soweit ist ja alles in Ordnung. Weil meine Großeltern, ich glaube wirklich, bei meinen Großeltern wäre es das Schlimmste. Also die würden Kontakt wirklich abbrechen, weil das wirklich ein absolutes No-Go da ist. Meine Oma ist halt, wann wurde sie geboren? Ach, ist schon 80, über 80. Und damals war es halt noch nicht so, normal, was ist normal? Aber da war es damals noch nicht so oft, dass es Schwule gibt, die sich geoutet haben, oder Homosexuelle, Bisexuelle. Und ich habe da auch schon mal so ein bisschen damals so angedeutet. Ja, was ist denn, wenn ich das bin? Bei meinem Onkel ist es so, ich glaube, der würde das als einziger akzeptieren oder da nicht groß nachfragen, weil der hat das auch schon erzählt, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn ich mit einer Frau vorbeikomme oder halt mit einem Mann. Gut, ob das jetzt im nüchternen Zustand war oder nicht, das weiß ich halt nicht. Aber, gut. Ich glaube, bei meiner, meinem Onkel war das am einfachsten, mich da zu outen. Aber gut, wenn ich meinen Onkel oute, dann muss ich mich für die ganze Familie outen, weil das geht dann immer so wie Lauffeuer. Und von daher klappt es ja nicht. Dann muss ich bei jedem einzelnen Tacheles reden. Aber
Ob ich das jemals mache, weiß ich nicht. Ich hatte damals mit 12, glaube ich, das erste Mal Kontakt mit bisexuellen Menschen in einer Schule. In der Schule hatte ich eine Freundin, eine sehr gute Freundin, die hat sich auch als homosexuell, als lesbisch geoutet, auch schon mit 13. Und mit der habe ich mich sehr gut verstanden. Es ist nicht jetzt zum Äußeren gegangen. Wir haben uns einfach nur so gut verstanden. Geküsst haben wir uns auch nicht. Wir haben auch jetzt auch leider keinen Kontakt mehr, weil, na gut, es ist ja fast noch in einer weiterführenden Schule und ich hatte viele Schulen, die ich besucht habe. Von daher haben wir auch einen Kontakt eigentlich ist nicht mehr so groß. Aber da ist erstmal so, ja, ich wusste vorher nicht, dass es sowas gibt, weil, wie ich ja schon gesagt habe, in der Familie gab es das nicht. Von daher habe ich das erste Mal mit 12 erfahren, so gesagt, dass es solche auch Menschen gibt, die halt auf das gleiche Geschlecht stehen. Und seitdem ist es auch. Ich bin nicht so, sag ich mal, so, so homophob, wie ihr das nennt. Überhaupt nicht. Eher so, ja. Ich finde das in Ordnung und finde das auch, ich würde auch hier, ich habe auch schon mal gespendet. Für, das damit irgendwie Coming Out Stiftung gibt es. Und da habe ich damals, als ich 15, 16 war, mein Weihnachtsgeld gespendet. Damals ein Teil davon nur. Ich habe 25 Euro nur gespendet. Es ist ein bisschen wenig, aber gut. Wenigstens ja. Etwas. Du bist ja jetzt die Erste, sozusagen, die das weiß. Ist mir sehr, wie gesagt, wie ich schon einmal gesagt habe, sehr schwer gefallen, darüber dieses Thema zu sprechen. Aber es musste jetzt raus, weil du ja die Einzige, ihr seid die Einzigen seid, mit denen ich jetzt total Kontakt habe. Natürlich mit meiner Familie, klar, und noch ein paar Freunde habe ich ja auch. Aber dieses Vloggen oder dieses Videodrehen macht mir sehr viel Spaß. Und ich wollte einfach, euch nichts verheimlichen, weil in den Vlogs ist es ja auch so, dass ich euch auch nichts verheimliche. Von daher alles gleich Tacheles reden, bevor irgendwas dann hinten rauskommt. Also ihr wisst, was ich meine. Ich will einfach alles offen erzählen. So. das war heute mein Video. Es ist zwar kein Vlog geworden heute, aber auch kein Storytime, einfach nur Coming Out. Das war's. Dann sehen wir uns morgen zum normalen Vlog wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ein Abo wäre natürlich auch toll. Und ganz toll wäre auch mal ein Kommentar in die Info, unten Kommentar da lassen, wäre auch ganz toll. Das freut mich immer sehr. Auch wenn es eine Kritik ist, das ist eben so. Ich wäre auch gerne Kritik, also und das ohne. Dass du Kritik unten aufschreibst, dann weiß ich auch, was ich falsch mache. Gut. Dann bis morgen. Tschüss.